So, weiter geht's. Ich bin immer noch im Kampf gegen den Weisen. Wie versprochen geht's weiter. Ja, dieser ein Hutut. Tutut, Kutut. Wie immer. Nein. Nervige Hypnose. Habe ich was dagegen einzusetzen? Natürlich nicht. Scheiße. Ja, penn nur. Aber das nützt ja auch nichts. Schnarch. Jawohl. Bekommst wieder, ja. So, der letzte Weiser ist besiegt. Ich gebe noch meinen Kanimani noch schnell einen Trank. So. Und da sehen wir den Deppen. Er scheint gegen den Weisen gewonnen zu haben. Er bestätigt dies auch. Und er verbisst sich mit dem Fluchtseil. Da liegt noch einer. Den nehme ich mir jetzt. Woher ich das weiß, ganz einfach. In den alten Liedzimmer war es genau dasselbe. So. Jetzt muss ich gegen den ältesten Weisen antreten. Als Belohnung winkt mir Blitz. Die Attacke, die Höhen erleuchtet. Ist zwar klein und mager die Belohnung, aber was soll's. Training reicht. Level 10. Das gibt Erfahrungspunkte. So, das ist doch schon weiter Grund, wieso ich jetzt nur Rakoknar reinsetze. Scheißheuler. Ja, halt den Schnabel. So. Diese dumme Eule ist auch weg. Mein Crocodile ist auf Level 15 und will die Grimasse lernen. Das mache ich jetzt nicht. Die Grimasse ist unbrauchbar. Für mich zumindest. Es ist eine TM. Es bleibt also dabei. So. Jetzt könnte ich eventuell runtergehen, aber das mache ich nicht. Ich benutze den Fluchtseil, den ich gerade eingesammelt habe. Ich bin wieder draußen vor dem Turm. Jetzt besuche ich noch schnell das Pokémon Center. Und könnt dreimal raten, warum. So. Ab in den Pokéball mit dir und ab auf die Maschine. Kanimani. So, auf geht's. Die Arena ruft. Ja, hoch geht's. Und theoretisch könnte ich jetzt diesen gläsernen Weg hier nehmen und direkt zur Arena neu zu gehen, aber das will ich nicht. Denn dann kann ich nicht mehr gegen diese Tränen antreten.
und verpasse somit ein bisschen Training. Wir setzen Habitaker ein auf Level 9. So. Ein Critical Hit. Gibt mir 111 Punkte, das ist super. Das darf nicht wahr sein, doch, es ist es. Der letzte von den beiden. Das ist mir scheiß Kaffee Tag Nacht trainiert. Spezikoshi. Da führt kein Weg vorbei. Topsilver 7. War einmal. So, nach dem Taubsi ist der Kampf vorbei. So, jetzt habe ich Bedenken, den Kampf auch noch für die restlichen 4 Minuten aufs Video zu bekommen. Deshalb speichere ich hier. Weil ich habe in vielen Videos gesehen, dass man auch lange braucht, um den zu besiegen, wegen. Weil die ganze Zeit immer Ruheort einsetzt. Das fuckt nämlich ab. Deshalb mache ich hier Schluss. Dann sehen wir uns im nächsten Part mit dem Kampf wieder. Also, bis dann.